Ich grüße euch. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Und dieses Mal habe ich einen ganz speziellen Titel herausgesucht. Und zwar seht ihr Skate or Die. Besonders für mich. Warum? Und zwar habe ich das Spiel damals auf meinem 386er DOS-PC rauf und runter gespielt. Ich meine sogar noch, damals hat das nur EGA-Grafik. Für Leute, die vielleicht nicht wissen, was EGA-Grafik ist, das sind nur ganz wenige sehr komische Farben. Der PC brauchte ja früher, so Ende der 80er, Anfang der 90er, schon etwas Anlauf, um dann irgendwann die Konsolen zu überholen. Der Nachfolger von EGA-Grafik ist VGA, was eher so ein bisschen besser aussieht und so weiter. Aber gut, wenn es euch interessiert, ich will euch hier nicht zu sehr vom Thema abschweifen, dann schaut einfach mal bei Wikipedia. Also, Skate or Die, genauso wie Ski or Die, habe ich das Spiel rauf und runter gespielt. Ich hatte so einen schönen wackeligen Billig-Joystick und hatte echt meine Freude dran. Als ich da mal rumgestöbert habe, habe ich gesehen, hey, das gibt's auch für das NES. Also habe ich mir das Modul geholt und ich habe es angespielt. Ich wollte eigentlich eine ganz normale Was-Taugt-Folge machen. Und habe schon nach den ersten 3 Minuten einen Hals bekommen und bereut, dass ich mir dieses Modul gekauft habe, um mir damit meine Kindheitserinnerungen zu zerstören. Deswegen ist es jetzt an Retro Panda quält sich Folge, was ich mit sehr, sehr schwerem Herzen mache. Also, starten wir. Menü sieht eigentlich klasse aus. Sehr thematisch. Musik, würde ich sagen. Ihr habt es jetzt im Hintergrund gehört. Man kann durchaus mitgrooven. Also, das ist eigentlich nicht das Schlechte. So. Und zwar ist das ja wie California Games oder ähnliches eine Art Minispielsammlung. Das heißt, ihr habt verschiedene kleine Sportarten. Ich glaube, es sind 5 oder ähnliches. Wir werden die gleich auch alle noch durchmachen. Und zwar im Practice Mode, weil wir da die Dinger frei auswählen können, weil ich ja natürlich euch alles mal zeigen will und wie ich da verzweifle. Menü sieht super aus, wie ich das in Erinnerung habe hier mit den schönen Punk hier, thematisch passend. Ende der 80er, Anfang der 90er musste alles skatig sein, punkig sein, yeah, Attitude und so weiter. So, Practice. Und jetzt haben wir hier schon das erste Problem. Und zwar ist das das Menü, wo ihr die Sachen auswählt. Ist ja im Prinzip nicht verkehrt, ne? Ihr habt hier diesen kleinen Skater hier, steuert dann die Sachen an, theoretisch. So, jetzt ratet mal, wie man das macht. Intuitiv würde man ja sagen, man steht jetzt da, man will nach unten fahren, man drückt das Steuerkreuz nach unten, ne? Hier, ich mach's gerade, was passiert? Nichts. Man kann sie nach links drehen und nach rechts drehen, das macht Sinn. Und nach oben, dann gibt man Gas. Ne? Und dann muss man von links nach rechts drehen, welche Richtung man hat. Wer hat sich den Müll denn ausgedacht? Mit zurück bremse ich logischerweise. Warum hat man das denn nicht einfach so gemacht, dass man, wenn man nach links drückt, nach links fährt und so weiter. Das ist ein verdammtes Menü und schon da haben sie die Steuerung komplett verhunzt. Herrlich. Naja, fangen wir an mit Joust. So, und zwar in dieser Disziplin seid ihr in einem leeren Pool, halt wie so eine Halfpipe nennt man das, glaube ich. Ich bin kein professioneller Skater und muss dann halt hier mit diesen riesen Ohr-Dings-Reinigern, Wattebäuschen sich gegenseitig kaputt hauen. So, hier wählen wir unseren Gegner aus. Ich schätze mal, das wird Schwierigkeitsgrad sein. Ne? Nehmen wir mal den ersten, weil ich bin nicht gut drin. Sieht jetzt nicht gut aus, wirklich ehrlich gesagt. Auch vom PC damals habe ich es besser in Erinnerung. Aber naja, ist das NES. Also fangen wir an. Ich nehme an, wir sind der Linke. Ne? Bei Practice vs. Speed. Wir sind Practice. So. Ja. Jetzt versuche ich mal hier irgendwas zu drücken. Ja, mein Tampon, mein Wattebäuschen leuchtet. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich mache. Ich fahre irgendwie so rum. Jetzt falle ich runter. Ja. Das ist nämlich überall das Problem. So, ich bin jetzt wieder hier oben. Ne? Drück jetzt mal Tasten. So, es geht nicht. Ach, da habe ich gerade so Wattebäuschen gar nicht. Ja.
Ich fahre auf den zu, ich drücke irgendwelche Tasten und fall immer runter. Hier, ich drücke hier A und B. Der schlägt nicht zu? Was soll ich denn hier machen? Wer denkt sich denn sowas aus? Man kann ja schön rumskaten. Ja, hey, wieso habe ich denn jetzt mein Wattebäuschen verloren? Nee. Ach, jetzt sind wir wieder am Anfang. Okay. Wir geben wieder Gas. Werden wir nach oben drücken. Fahren wir nach unten. Was ja logisch ist. Und nehmen jetzt mal das Rennen. So. Hier müssen wir runterfahren. Und Hindernissen ausweichen. Regular Foot und Goofy Foot haben wir. Keine Ahnung. Wir sind regular, wir sind normal. So. Ja, mal gucken, wie hier die Steuerung ist. Rate mal, was nämlich hier ist. Wenn ihr die Taste gedrückt haltet, dann wechselt ihr nicht dahin. Ihr müsst dann ständig hier drücken. Ne? Was hier auch voll intuitiv ist. Hört ihr das? Nämlich, wenn ich es einfach gedrückt halte, dann tut sich nichts. Wer hat sich das denn ausgedacht? Ja. Ich drücke es einfach. Da war doch dieser eine Pixel da. Hier, ich drücke jetzt mal da unten. Hier zur Seite. Ja, dann bewegt er sich ganz langsam. Ne? Was total unpraktikabel ist. Hier sind noch nicht mal Hindernisse. Und komischerweise, rate mal, was hier ist. Wenn ich nach oben drücke, bremse ich. Wenn ich nach unten drücke, gebe ich Gas. Warum kann das im Menü nicht genauso sein? Und wie soll ich bitte schön? Der ist so schwerfällig. Ich muss ja wirklich dann theoretisch hier nach links hämmern, dass ich vernünftig hier schnell nach links fahre. Hört ihr das? Das ist doch Mist. Oh, das ist ein Hindernis. Scheiße. Ich fahre schon arschlangsam. Alter. Ja, jetzt eine 90-Grad-Kurve. Schaffe ich doch nie. Oh. Alter. Nein. Oh. Ihr hört es wahrscheinlich. Also meine Daumen tun jetzt schon weh. Oh, das ist die Ziellinie sogar. Ach ja, oben ist ja nicht Gas geben. Entschuldigung, ich bin jetzt vom Menü, war ich jetzt so geprägt. Nein, bitte nicht nochmal. Alter, jetzt muss ich erstmal kurz meine Hände ausschütteln. Seid froh, dass ich hier keine Kamera habe und mich hierbei filme. Übrigens, wenn ihr Interesse dran habt, dass ich hier eine Kamera aufstelle und mich dabei filme, haut's in die Kommentare rein. Würde ich natürlich auch gerne machen, ne? So. Hier müssen wir... Ist Wettrennen. Ist wie Downhill. Nur, dass wir um eine Wette fahren. Komischerweise hier ist die Steuerung nicht ganz so schwer... Na. Ist die Steuerung nicht ganz so schwerfällig. Aber seht ihr das? Selbst der Computergegner steuert sich sehr hakelig. Seht ihr das? Selbst der Computergegner kommt nicht damit klar. Also, hier. Wieder hören. Das geht jetzt eigentlich relativ chillig hier. Der fährt ganz... Das Fahrverhalten allgemein ist jetzt immer noch nicht gut. Sagen wir es mal so. Aber ich muss jetzt nicht irgendwie auf links oder rechts hämmern, dass ich da um eine Kurve komme. Wie es ja so sein soll, ne? Was haben wir jetzt hier? Oh, Zaun? Da kam ich jetzt gar nicht drum herum. Wie gesagt, also das ist von der Steuerung hier immer noch nicht gut. Der tritt mich runter. Ich hab hier... Wenn ich hier A drücke, macht er hier... Ach, jetzt tritt er plötzlich. Okay. Sagen wir mal so. Jetzt habt ihr das gesehen.
das ist nicht ganz so scheiße. Ich verstehe noch nicht, wie sie die Steuerung so bekloppt gemacht haben. Die Technik allgemein geht ja, ne? Die Grafik geht für NES-Verhältnisse, würde ich sagen, voll in Ordnung. Die Musik passt und alles, aber warum? Okay. Oh, die Halfpipe. Ich muss sagen, hier müssen wir natürlich normale Stunts machen, ne? Kennt man ja. Aber ich war nie gut, egal in welchem Spiel, deswegen mal gucken, ob ich hier irgendwas hinkriege. Ja, ich nehme hier mal Anlauf. Ja, gibt da hier irgendwie Gas? Hallo? Hallo? Auch hier? Hört ihr? Hallo? Ich drücke hier gerade alles. Mal gucken, vielleicht nach oben oder nach unten. Hallo? 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 Wie gebe ich Gas? Select. Start ist Pause. Ja. Na? Okay, da weiß ich nicht. Ich habe jetzt mein Bestes versucht. Ich habe leider das Spiel nur lose gekauft. Deswegen habe ich kein Handbuch oder sowas. Ja. Ja. Ne? Fährt er so nach links und rechts. Ja. Boah, ich kann euch auch einen schlechten Witz erzählen. Zur Überbrückung, weil ich kann es ja auch nicht abbrechen. So. Boah, ne? Aber auch entspannt so. Chillig. Ne? Also, ihr hört es, ich drücke hier und ich versuche immer so nach links und rechts zu lenken. Oh. Ne? Wie war euer Tag so? Ich hoffe gut. Ja. Schon chillig hier. Komischerweise mal gar keine Punkte, ne? Hm. Ja. Aber er wird auch. Doch, jetzt wird er langsamer. Gleich bleibt da stehen. Ihr habt es gleich hinter euch. Gleich geschafft. Noch ein bisschen weiter nach links. Wow. Ah! Ich drücke jetzt einfach wie wild. Keine Ahnung was. Ich glaube, das ist. Ah, sag bloß, das ist so. Ich weiß nicht. Okay. In eine Ölpfütze sind wir. Ich habe jetzt einfach mal auf alles so wild rumgehämmert. Zum Geschwindigkeit holen. Müsst ihr anscheinend wirklich wie wild drauf rumhämmern. Ich mach's doch mal. Yeah! Und wieder! Das ist so absurd. Aber klar, normalerweise soll das Blut sein und für die NES-Version haben, müssen sie es wahrscheinlich in Schwarz umwandeln. Ey, aber, okay, gut. Also ich muss es auf A und B rumhämmern. Und dann muss ich hier so coole Tricks machen. Und jedes Mal falle ich damit auf die Schnauze. Ey, das ist so scheiße, dass es schon wieder lustig ist. Hey, ich mach doch jetzt auch nichts anders. Komm. Ach, ich muss ja einfach nur hochjumpen wahrscheinlich, ne? Ich drück jetzt einfach mal A und B immer. Es tut sich wieder nichts. Ich raff's nicht. Wisst ihr was? Wir kommen hier nicht raus. Ich starte mal kurz das Modul neu. Mit meinem Redron 5. Okay. Noch ein Kurs. Also den habe ich jetzt überhaupt nicht kapiert. Das lag jetzt wahrscheinlich durchaus an meiner Doofheit, aber
wenn das Beat wirklich mit A und B draufhämmern machbar ist, das habe ich sowieso schon immer gehasst. So, was machen wir mal Freestyle? Wir müssen mal bestimmt dasselbe nur mit Tricks machen. Komm, geht da hin! Okay, so. Und. Boah! Und plops. Oh? Oh? Kein schwarzer Fleck? Hm, okay. Und nochmal. Und. Oh. Ich muss wahrscheinlich so gerade wieder runterladen. Also da bin ich jetzt wahrscheinlich wirklich zu doof. Ich weiß zwar nicht, was ich mache. Ich drück. Na, no. Hey! Das müsste doch einigermaßen. Hä? Was war jetzt da der Unterschied? Und nochmal, und nochmal. Wisst ihr was? Ich sehe gerade auf Uhr, wir haben jetzt über 16 Minuten hier verbracht. Ja. Ich habe echt keinen Bock mehr. Die Steuerung ist so bescheuert. Vom Menü angefangen zu den ganzen Sportarten. Ohne Witz, ich hätte mir das Modul nicht kaufen müssen und mir einfach diese Kindheitserinnerungen, die ich hatte, diese positiven, vom PC her, hätte ich mir einfach aufbewahren sollen. Aber anscheinend ist das Spiel einfach nur ein Haufen Scheiße. Thema, super, kann man einiges was draus machen. Umsetzung, zumindest steuerungstechnisch, mangelhaft. Der Rest geht, Grafik ist in Ordnung, Sound finde ich ist in Ordnung, ihr hört's. Aber mit dieser beschissenen Steuerung, nein. Tut mir leid, nein. Danke, dass ihr reingeschaltet habt. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Mal gucken, was für einen bescheidenen Titel ich dann ausgrabe. Also, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.